Wie die Polkappen schmelzen auch die Aktienkurse der großen Energieversorger. Und das seit Jahren. Es scheint fast so, als ob der Klimawandel sich auch in den Aktienkursen der Kraftwerksbetreiber bemerkbar macht. Gründe für den Kursverfall gibt es viele. Neben Atomausstieg und Energiewende belasten hohe Schulden die Versorger. So drückt E.ON eine Schuldenlast von 100 Milliarden Euro bei einem Eigenkapital von gerade mal 35 Milliarden Euro. Bei RWE ist die Situation noch schlimmer. Einem Eigenkapital von 15 Milliarden Euro stehen etwa 72 Milliarden Euro Schulden gegenüber. Um die Schuldenlast zu mindern, versuchen beide Unternehmen seit Jahren, sich effizienter aufzustellen. Man will Ballast abwerfen, schlanker werden und Kosten reduzieren. Doch das schwierige Marktumfeld behindert dabei. RWE und E.ON haben ganz unterschiedliche Ansätze gewählt, die Energiewende zu meistern. RWE setzt auf Kohle, E.ON auf Erdgas. Aus heutiger Sicht eine glatte Fehlentscheidung von E.ON, denn Strom aus Gas ist derzeit vielfach teurer als Strom aus Kohle. Der Ansatz der Politiker, durch CO2-Zertifikate emissionsarme Kraftwerke kostenmäßig zu entlasten, geht nicht auf. Der extra eingeführte Handel mit Emissionsrechten hat seine Steuerungsfunktion nie erfüllt. Das Angebot an CO2-Zertifikaten ist weitaus höher als die Nachfrage, der Preis für die Emissionsrechte am Boden. Fast schon paradiesische Zustände für Betreiber von Dreckschleudern. Vorteil Kohle also, doch bis zu Spielsatz und Matchgewinn kann noch einiges passieren. Für die beiden Versorger steht noch viel Arbeit an. Sie müssen runter von den Schulden, ihre Lieferanten in den Griff bekommen und schlank und beweglich werden. Und das wird dauern. Für ein Investment sprechen jetzt die immer noch attraktiven Dividendenrenditen. Wer außerdem genug Zeit und Geduld aufbringt und darauf setzt, dass RWE und E.ON die Wende meistern, der findet jetzt ideale Einstiegsbedingungen.